Hallöchen, Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Hier euer Berliner mit Blackwood Crossing in der nächsten Folge. Wir hatten ja schon letztes Mal ihn hier als, ja, ich nenne mal Schattenwesen. So dark. Gefunden und wissen noch nicht so richtig, was wir machen sollen. Wie gesagt, ich bin wieder im Hause. Ich komme, Finn. Leider im Moment ein bisschen eingeschränkt gewesen, weil mal wieder krank. I can't see. Er kann nicht sehen. Don't worry, Finn. I'll get you out. Okay, wir hatten schon probiert, mit der Umbra was zu machen. Hat nicht funktioniert, diese schwarze Flüssigkeit rauszuziehen. The light, Scarlet. I can't reach. Okay, er kann nicht reachen. I'm here. I can reach you. Da ist er nochmal. So cold. Hier ist kalt. So, wir ziehen mal alle da um. Wir haben versucht, ihn jetzt mal zum Wasser oder zum Feuer zu ziehen. Hat nicht funktioniert. Help me, Scarlet. Ah, es geht auch nicht. I hate this stuff. There's too much, Finn. I'll come back. Don't worry. Okay. He had such spirit. I still have his last piece of homework in my desk. Couldn't bring myself to mark it. Okay. I used to stomp on his models. I don't even know why. I gave him my father's penknife. He was such a sweet boy. Okay. He used to press flowers and hide them for me. Sie reden jedenfalls in der Vergangenheitsform über ihn. Ah, okay, Feuer. Okay. Also wenn wir vor ihm stehen, dann sehen wir nicht. Nee, scheint nichts. Scheint nicht so zu funktionieren, wie ich gedacht habe. Ich glaube, wir müssen ihn jetzt einheizen. Gehen wir also ganz zum Anfang. Sollen die Reihe runterarbeiten oder wie läuft das ab? Kann man eigentlich nur vorstellen, aber es scheint nicht so zu sein. Ah doch, hier. Ach, da ist eine Fackel. Okay, sehr schön. Fackel, Fackel, Fackel. Ein Buch. Einsammeln. Where are you? Blackwood. Finn Blackwood. This must be new. It's not covered in doodles. Okay, das heißt also, ich muss. Achso, kann ich das Feuer hier auch mopsen? Nee, wa? Was soll zum Feuer? Help me! I'm trapped! Ja, wir helfen dir, Finn. Wir helfen dir. Mal sehen, was bei rauskommt. Ich vermute mal, wir sind in der Vergangenheitsform reden über ihn. Dass er wirklich verstorben ist. Aber wieso? Weshalb? Warum? Schon. Eigentlich eine traurige Geschichte, muss ich sagen. Scarlet, are you there? Taschenmesser? Ach, ich ahne, was ich machen muss. Finn treasured this. Mal gucken. Finns größter Schatz. Den hat er von Opa bekommen. Und er kriegt das Messer. Jawohl, jetzt verstehe ich. Okay. Who will I pass things on to now? I'm sorry, Grandad. Who will I pass things on to now? Okay, wir haben ja noch was in der Hand, ja? Das ist bestimmt sie, oder? Ja. Okay, sehr geil. I think it's time to move on. Close the book. Oh, eine nette Lehre. Thank you, Mrs. Lindhurst.
Ah, Finn hat Danke gesagt. Halt. Wir müssen heute wieder die menschliche Fackel werden. Also wer das Spiel gemacht hat, muss ich echt sagen. Super geil gemacht, das Spiel. Auch wenn halt kein Mord und Totschlag ist. Aber auch von der Story her gefällt es mir wirklich gut. Auch wenn es ein bisschen durcheinander bringen kann. Modell? Ja. Nice, ein Auto. Da wir jetzt eh dahin müssen und Feuer holen. Wir müssen dann Scarlett gegenangehen. Can I keep this? It's a good one. I never knew. I thought he hated me. Finn hat gedacht, der Typ hasst ihn. Aber er war wohl nur neidisch, so wie es anhört. Weil er seine Sachen nochmal kaputt gemacht hat. So, wo war denn hier noch ein Finn? Can you hear me? Ach da, genau. Hier ist aber keine Fackel. Ach doch, da hinten. Deswegen habe ich die Fackel vorhin nicht gesehen, Leute. Ein Buch. Okay. I didn't know he used to press flowers. Und das müsste die Oma sein. Bleibt denn nicht viel übrig? He might be gone. But his memory will always be here. Oh, das ist eine traurige Geschichte, Leute. Will always be here, Grandma. Wir können weiter. Hier ist dieser schwarze Nebel. Gruselig, gruselig. Was ist das? Der Sensenmann, der ihn abholt? Oder? I hate you. Oder alles böse. I'm sorry. Let me help you. It's called Finland. Man sieht nichts. Ach so, brauche ich noch was? Hm. Muss ich nicht verstehen, oder? Wieso sitzt er denn hier ins Aline? Cam? Scarlett? Is that you? It's me. I just want you to know I'm here. If you need me or want to hang out. Thank you. Or not. Or whatever. I mean, okay. No pressure or anything. I understand. Everything seemed wrong after Finn. After Finn died. Uh-huh. I guess I was waiting for it to feel right again. But it won't. I'd wait forever. We're all here for you. I know. I'll be back. I promise. There's something I have to do. Oh man, Leute. Ah, hier ist es offen. Also Finn ist definitiv tot. Es wird wieder düsterer. Wo sind wir jetzt? Ach, wir sind wieder in dem Wald. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder? Okay. Ich sehe sehr wenig. Da ist hier ein Lagerfeuer. Ich bin gespannt, was bei rauskommt. Da ist auch unser großes Haus. Da unser, wo es zum Baumhaus geht. Aber, ach doch, Strickleiter ist wieder da. Da oben ist sie. Ja, wir kommen ja nicht ran, ne? Doch, wir kommen ran. Finn!
I can't reach. Wir kommen nicht ran. Scarlet, darling, I'm here. Oh Mann, ist er traurig. Oh, danke, Daddy. Daddy, ich liebe dich, danke. Knapp die Oberschenkel. Auf mit dir. Hab dich lieb. I love you, Dad. Go on, sweet pea. Mom's waiting. Aha. Ist der Vater auch tot? Boah, alter Falter, ey. Ich muss ehrlich, wie lange dauert? Boah, ist das hoch. Geht der mal höher. Ist schon, also... schon eine coole Geschichte. Aber auch wirklich, wie gesagt, recht traurig gemacht. Ich frage mich, ob nur Finn tot ist. So langsam habe ich den Eindruck, dass ihre ganze Familie tot ist. Da sitzt er. Hier noch ein Malblock. Hi, Finn. It's going to be okay. Mom's here. Aha. I know. Ich weiß. I think you need to go with them. I can't. I don't want you to, but I think you have to. Look at her face. Welches Gesicht? Look at her face. Okay. Oh, krass. Oh, God. I can't remember what she looks like. Ich weiß nicht mehr, wie sie aussieht. Oh no, Finn. I didn't understand. It's going to be okay. I can help. Okay. I can remember. Ach, das sind hier die Stifte. Ich muss jetzt malen, richtig? Okay, die Mutter scheint auch tot zu sein. Ist das eine traurige Geschichte, Leute, ey. Echt traurig. Zeichnen kann sie ja. Wow. Sprudelt ja nur aus ihr raus. See, it's gonna be okay now. Oh Mann. Kurze Haare. Mom. Kann ich das nehmen? Einsammeln. Und wahrscheinlich dann ihrem Bruder geben, damit er sich wieder ans Gesicht erinnert. Nee. Ihr ankleben? Bitte einmal ein Tacker. Geil. Thank you, Scarlet. You're a fine girl, and we're very proud of you. Mom, don't leave me. We can't stay. You know that. I don't want to be alone. You won't be. Finn, it's time to go. Oh, sie sind beide tot. I never meant to hurt you. I know. I'm sorry. No, I'm sorry. You don't have to be anymore. I love you. I love you too. Oh Mann, Leute. Goodbye, der Vater Scarlet. Auch? Ah nee, der Vater ist noch da. Der Vater ist auch tot. Wow. Ja, das war's genug gewesen mit Blackwood Crossing. Und ich muss ehrlich sagen, das Spiel war richtig gut, hat mir echt gefallen. Auch wenn ich ein bisschen länger gebraucht habe durch die vielen Ausfälle von mir. Aber storymäßig war das Spiel top. Es hat mir sehr gefallen, grafisch sowieso, finde ich voll niedlich. Aber wie gesagt,
Heftig, also ich hätte nicht gedacht, dass die ganze Familie tot ist und Scarlett die letzte Person ist, die noch lebt. Das ist schon... Boah. Aber mich hätte es mal interessiert, was da genau passiert ist, ob die einen Autounfall genau hatten oder ich habe nicht aufgepasst, weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, Top Game, war cool. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart und mit mir zusammen erlebt habt. Und somit sage ich erstmal schön mit Ö, haut mir die Daumen rein, wenn ihr wollt, die Kommentare. Oder der eine oder andere lässt vielleicht sogar ein Abo da, würde ich mich sehr darüber freuen. Ach ja, und schreibt mir mal in die Kommentare rein, was ihr von meinem neuen Mikrofon haltet. Würde mich sehr interessieren und somit sage ich tschö mit Ö, euer Berliner. Bye bye mit Blackwood Crossing.